Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge Island Delta. Island Delta ist ein neues Taktikspiel. Par excellence ist von dem gleichen Hersteller wie Bug the Butcher, wem das eventuell was sagt. Bug the Butcher war ja auch schon ein richtig cooles, nices Spiel. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann schauen wir mal. Also es ist ziemlich abgedreht. Zumindest. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag im Büro. Ich arbeitete an meiner größten Erfindung. Harold, dem hochintelligenten Automaten. Baxter, mein Assistent und treuer Freund, war vorbeigekommen, um sich nützlich zu machen. So. Als ich erwachte, war Harold verschwunden. Ich begann, die Überwachungsaufnahmen durchzusehen. Ich traute meinen Augen kaum, als ich die Gestalt auf dem Bildschirm erkannte. Dr. Gunderson, der berüchtigte, verrückte Wissenschaftler. Was könnte er von Harold wollen? Ich berichtete Baxter über meine Erkenntnisse und wir rüsteten uns mit ein paar Graph E-Rays aus. Es gelang mir, Harold auf einer entlegenen, verlassenen Insel zu lokalisieren. Kurz darauf verlor ich die Verbindung zu seinem Ortungschip. Nach 20 ungemütlichen Stunden erreichten wir schließlich das Ziel unserer Reise. Wir müssen rasch handeln, ich habe das Gefühl, die Zeit läuft uns davon. Island Delta. Von Noodle Cake. Richtig nice eigentlich. Das hier ist also Gunnarssons Versteck. Es scheint schwer bewaffnet zu sein. Gut, dass wir unsere Graph E-Rays dabei haben. Übrigens, du weißt doch, wie man ihn benutzt, oder? Zuerst musst du ihn einschalten. Siehst du den roten Knopf da an der Seite? Fantastisch. Und dann? Ganz einfach, ziele auf Gegenstände, die du hochheben möchtest und schieße auf sie. Dann kannst du den Gegenstand in eine beliebige Richtung schleudern. Klingt nach Spaß. In der Tat, ich bin ziemlich stolz auf diese Erfindung. Also schön, lasst uns nach Hinweisen auf Harolds Aufenthaltsort suchen. Ich beginne in diesem Gebäude. Warum durchsuchst du nicht das dort drüben? Abgemacht. So. Ziehe den Finger über den Bildschirm, um die Figur zu bewegen. Das kriege ich hin. So, da wo ich touche. So, da haben wir was. Island Delta. Das Ziel. Ziehe das Fadenkreuz zum Ziel und berühre die Totenschädel nicht. Okay, das kriege ich, glaube ich, gerade noch so hin. Und nochmal. Auch das kriege ich gerade noch so hin. Freigeschaltet. Okay. Hey, ich habe meine erste Aufgabe erfüllt. Sammle alle Festplatten, die du finden kannst. Okay. Da ist schon mal eine. Sammle alle Festplatten, die du finden kannst. Oh, die sammle gleich ein, brauche ich nicht anzutippen. Tippe auf Gegenstände, um sie hochzunehmen. Wirf eine Kiste auf diese Platte. Mhm. Okay. Und das Ganze läuft hier über diese Gravity. Wenn du einen Gegenstand trägst, kannst du auf die... Was war da? Was stand da eben gerade? Wirf ein Treibstofffass gegen die Tür. Okay. Alles klar. Tippe auf eine Wand, während du einen Gegenstand trägst, um ihn mit Wucht abzuschießen. Schleudere diese Holzkiste gegen die Wand, um an die Schlüsselkarte heranzukommen. Das war's, glaube ich, nicht. Ah, hier, okay.
ich da auch was mitmachen? Gucken, ob da noch was drin ist. Mhm, ein Herz brauche ich aber eigentlich nicht wirklich. Da ist nichts mehr drin. Okay. Wenn du Gegner wirfst, werden sie auch mit Wucht abgeschossen. Okay, ich kann also auch die Gegner werfen. Gehe hierher, um über die Stufe zu klettern. Wie kann ich das machen? Na, ich muss erst. Ich bin gestorben. Also lange habe ich das ja, habe ich jetzt nicht überlebt. Okay. Also nochmal die Festplatten einsammeln. Oh, dann müssen wir wieder von dort beginnen. Okay. Das war jetzt relativ simpel. Das Ding nehmen, da hinten drauf. Zack, dann kommt hier das rein. Hier drüber streifen. Dann kommt die Kiste, damit das kaputt schießen. Jetzt hier wieder Tippe auf mit Wucht abzuschießen. Machen wir das doch gerade mal. Nochmal, so zack. Und dann mit Wucht dagegen. Hier nochmal drüber wischen. Hierher, genau. So rum hätte ich das machen müssen. Geheimbereich gefunden. Da können wir drüber wischen. Da ist dann auch eine Festplatte drin. Oder? Ah, genau. Hier ist auch noch was, oder? In diesem Level gibt es einen Geheimbereich. Da habe ich noch eine gefunden. Da ist die dritte Festplatte. Mhm. Da ist der Ausgang eigentlich. Den will ich aber jetzt noch nicht nehmen. Da kann ich nochmal Leben generieren. Okay. So, aber jetzt wird es halt spannend. Wie komme ich jetzt zu dem Geheimbereich? Noch was? Nein. Wenn ich jetzt hier so ein Fass nehme und dieses Fass dort gegen die Scheibe knalle, passiert nichts. Wenn ich hier das Fass nehme und da gegen die Scheibe knalle, Stück. Okay, gehen wir mal ins nächste Level. Stahlbehausung. Finde einen Weg, die Sicherheitstüren zu öffnen. Mhm. Schilde schützen dich vor Geschossen. Da haben wir gleich mehrere. 2 von 5. Oh, what's that, man? Mhm. Nimm diese Batterie. Wirf sie jetzt in diese Stromquelle. Das Teil nehme ich jetzt auch mal und knall es gleich hier irgendwo. Wow, gegen die Wand. Geheimbereich gefunden.
was zu holen. Da ist doch auch wieder. Genau. Hey, der schießt auf mich. Der Blödmann. Oh, hey. Spinnst du wohl? Mach ich jetzt mit dem? Ja, den Schild habe ich nicht mehr, ne? Karte gefunden, haben wir schon mal 4 von 5. Mhm. Da ist auch noch eine drin. Hey, nerv mich nicht, nerv mich nicht, nerv mich nicht, nerv mich nicht, Kollege. Hey. Die Karte brauche ich noch. Da komme ich nicht dran. Oh mein Gott. Wow. Das war haarscharf. Oh Mann. Was kann ich da machen? Da muss ich was reinwerfen. Ah, jetzt ist die Tür offen, okay. Boah, gerade so geschafft. Die 5 von 5 habe ich. Und jetzt schnell da hinterher. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Boah, das ist haarscharf, haarscharf. So, wie komme ich jetzt? Hör auf, nerv mich nicht. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Muss ich jetzt den Ball wieder nehmen? Kann ich den Ball wieder nehmen? Geht es? Kann ich den wieder aufheben? Ja, tatsächlich. Okay. Okay, was kann ich denn da hinbringen? Nein. So, was ist jetzt aufgegangen? So, da drüben. Oh. Ja, das haben wir geschafft. Diesmal haben wir die kompletten 100 voll. Perfekt. Eins machen wir noch. Nice. Echt nice. Cooles Spiel. Der Innenhof. Zoe, bitte komm. Zoe hier. Ich habe einen Zugang zum Gebäude gefunden und beginne jetzt mit der Suche. Zufällig habe ich gerade die Analyse der von uns gesammelten Daten abgeschlossen. Ich habe Überwachungsaufnahmen gefunden, die zeigen, wie Harold in eine Art unterirdisches Gewölbe gezerrt wird. Ich bin unterwegs zu einem vielversprechenden Ort. Du solltest auch nach einem Eingang suchen, der unter die Erde führt. Geniale Idee. Bin schon unterwegs. Du kannst einen Sprengzünder an diesem Treibstofftank befestigen, um ihn zu sprengen. Mm-hmm.
hier hinten irgendwas? Nein, ne? Da drin was? Nein. Die Luke, die nach unten führt, die finden wir schon. Erstmal, hier kann ich was machen. Mehrere Kisten. Dann schauen wir mal. Oh. So, was mache ich jetzt hier mit den Kisten? Du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Okay. Ja, ich hätte. Okay, mit den Kisten muss ich mir einen Weg machen. Okay, Innenhof, alles klar. Gut. Hier wieder die Bombe anbringen. Den Sprengzünder. Okay, mit der Kiste. Mit den Kisten. Blöd, Mann. Das müsste eventuell reichen, um drüber zu kommen, genau. So, und jetzt? Muss ich mir eine Kiste nehmen? Muss die Kiste da dagegen laufen, ne? Funktioniert das nicht? Ich hab nicht mehr viel Leben. Ah, 1, 2, 3. Okay. Einmal. Zweimal. Die meisten Karten speichern deinen Fortschritt etwa in der Mitte. Jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Boah, meine Leben sind total down, ne? Echt, scheiße. Ist nicht gut. Er hat sich selber abgeschossen, ich könnte mich fortschmeißen, ey. Und jetzt? Hier hinstellen, oder? Und dann kann ich da hoch und dann kann ich da hoch, oder nicht? Gut. Wischen und Leben bekommen. Aber es waren leider nicht viele Leben. Sie dich bemerken, okay. Dann muss ich die Kiste wahrscheinlich gegen den schmeißen. Vermute ich jetzt einfach mal so. Erstmal die Kiste. Erstmal muss die Kiste. Da hoch. Dann komme ich nach. Dann nehme ich die Kiste. Und schleudere sie gegen ihn. Genau. Erstens habe ich jetzt hier eine neue Karte. Zweitens habe ich hier das Teil. Das muss vermutlich, vermute ich mal, hier irgendwo hin, oder? Da sind überall Kisten im Weg. Ja. Habe ich es mir doch schon fast gedacht. Okay, jetzt kann ich mir das Ding holen. Und da. Da. Alter. Jetzt ist es drin. So, und was passiert jetzt? Was tut sich jetzt? Müssen wir mal schauen.
Da ist noch nichts aufgegangen, aber hier unten. Oh, der schießt auf mich, der schießt auf mich, der schießt auf mich. Kann ich irgendwas auf den schießen? Wahrscheinlich muss das da drauf und dann ist der wahrscheinlich ausgeschaltet, oder? Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wann dreht sich das Ding weg? Oh, der schießt mich von da oben runter. Ich bin tot. Okay. Eine Kiste wiederholen. Genau, das war die. Dann da hoch. Diesmal habe ich ein paar Leben mehr. Da hoch. Das hier da drüber wischen. Das holen wir uns gleich mal. Wieso habe ich jetzt schon wieder nur so wenig Leben? Dann können wir gleich mal platt machen. Bam. So, jetzt nehmen wir hier eine Kiste. Schleudern die gegen den Typi. Bam. Holen uns die Karte. Holen uns das Ding. Gehen hier runter. Legen das ab. Machen das. Beiseite alles. Das muss auch weg. Der ganze Schrott muss da erstmal weg. So, dann kann das schon mal da rein. Jetzt mal versuchen mit ein paar Kisten die Sicht von dem Teil zu blockieren. Boah, schießt da mitten durch, ey. Okay, also. Diesmal mal das ganze Nester. Diesmal gehe ich gleich auf Angriff. Kann ich eigentlich mit so einer Kiste auch dieses andere Teil da abschießen? Muss ich auch mal ausprobieren. Warum habe ich nur so wenig Leben? Ich muss den jetzt erwischen. Ach Mann. Weg mit dem. Bevor der noch Alarm auslöst. Den brauche ich überhaupt nicht. Nein. Das Ding brauche ich noch. Da brauche ich es nicht drin. Aber ich gerade sehe, wenn ich hier bin, kann ich das da irgendwie drüber machen? Das ist jetzt wird's spannend. Ja, das scheint wohl nicht zu funktionieren. Es sei denn natürlich, man klettert erst da drauf, dann holt man sich das Teil und dann wirft man das drüber. Das funktioniert nicht ganz. Bin ich echt gespannt, ob ich da was machen kann. Mhm.
Alter. Oh Mann. So. Habe ich jetzt das Ding überhaupt kaputt gekriegt? Nein. Aber... ich kann jetzt mal das da reinfeuern. Ablegen die Kiste. So. Jetzt hol ich mir noch eine. Leg die erstmal hier ab. Müsste eigentlich funktionieren. Das habe ich schon einmal. Und ich bin drin. Das wäre die Luke gewesen. Naja. Okay. Da fehlt mir ein bisschen was. Alles klar. Zwei von fünf. Unterirdische Wege. Wie viel gibt's denn da? Kapitel 11. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Da haben wir ja wirklich ein bisschen was zu tun. Okay, also das war's jetzt von dieser Folge Island Delta. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es richtig, richtig nice. Ist eine coole Idee wieder von Noodle Cake Studios. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und ja, über ein Abo von euch freue ich mich natürlich. Und wäre cool, wenn wir uns wiedersehen das nächste Mal, wenn es wieder heißt Island Delta mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.